So. Ich bin mal gespannt. Was haben wir jetzt mit dem Stock? Den ganzen Stock! Ausrüstung. Ja. Nee, warte. Ach, das ist Balrog. Stimmt ja. Genau. Okay. Wo ist er denn? Hier, King Cerberus. Sogar die alten Namen von damals. Revolver, Crystal. Das sind alles Fähigkeiten, die du damals auch hattest. Kaufe ich mir direkt alle mal. Ach, Nepp. Wer den ganzen Arm ab kann, der packt auch den Stock. Ich meine, guck dir das Stückchen an. Es ist ganz klein. Das ist gar kein ganzer Stock. Kommt auf den Arm an. To be honest. Oh Mensch. Bloodborne Monster. Kubbel. Das würde ich nicht essen. Das sieht aus, als wäre es schon längst über dem MAD. Kandierter Apfel. Hey, is that the damn fruit you've been jabbering about? Doesn't look so special to me. Yep. This is where it all started. That day Mother saved me and left you behind. Wow. The thing you don't know is, she tried to save you too. She kept searching and searching. Until I killed her. I have no recollection of this tale. Or this place. It's all an illusion, created by this extraordinary fruit. Its power, you see, is all I ever wanted. And with this, I have everything. Den ganzen Apfel, Virgil! Jake wäre neidisch. Ein Apfel. No, brother. Na toll, jetzt hat er den Bildschirm zerdeppert. That last shred of humanity that you still had, you just lost it. That is nothing but the pitiful cries of those without strength. Come to me, brother. I shall enlighten you, Dante. Okay, wow. Er macht sich nackig. Ich setze ihm Hut auf. Yes, er hat einen Hut. Und er steht ihm, verdammt! Oh. Das sieht aus wie der nette Nachbar, der die Hecke trennt. Ja! Entschuldigen Sie bitte, ich muss meinen Rasen pflegen. Okay, du hast eine sehr seltsame Vorstellung von Birkin, nur weil er Augen hat, oder was? Nein, Keks, du kriegst nicht Mr. X mit dem Hut. Den klaust du ihm doch eh wieder nur.
es. Nep, nep. Es hat nie aufgehört. Das müsste ihm doch eigentlich penetrant auf den Sack gehen, sich jedes Mal empfehlen zu müssen dafür. Ja, doch. Not again. Penetrant, der steckt Gott weg. Teleportieren kann er sich jetzt auch noch. Oha, oha, den Move kenne ich noch von damals. Tausendäugiges Opfer plus Virgil plus Poli gleich tausendäugiger Virgil? Scheiße. Okay. Ich finde es immer interessant, dass er keine Synchro-Beschwörung startet, sondern oldschool bleibt. Ja, ne? Oder pendelt. Hier, halt mal einen Hut. Gott, damit, hör auf, ihm diesen Hut aufzusetzen, das sieht zu gut aus. Toll, jetzt sieht er aus, als ob er auf die U-Bahn wartet und sich eine Zeitung zieht. Alter. Da kommt noch eine Säure. Das sind aber nette Knöpfe, da kannst du ja mit gutem danach lesen. Jesus! Uiuiuiui. Also, ohne Trickser kannst du hier echt. Das kannst du in der Pfeife rauchen. Der reißt dich auseinander sonst. Oh shit! Der will aber das ganze Go-Kart für sich. Ja. Und der schöne Rasen. Den habe ich mit Liebe gepflegt. Jetzt nicht mehr. Und mit gepflegt meine ich ignoriert. Schnapp. Oh, nee. Nein! Oh Gott! Ich glaube, er kennt deine Moves. Brother! Fuck. Alter! Und there we go. Okay, what the fuck? Pull my ass! Hat er dich gerade gehyperbeamt, dropkickt ins andere Universum? Ja. Okay, einerseits arschig, andererseits so cool. Oh, Scheiße! Oh, er hat von damals nichts verlernt. Oh, Junge. Ist dein Obst, haben sie gesagt. Ist gesund für dich, haben sie gesagt.
Got him! Ja, wortwörtlich Hit and Run. Das kannst du dir sonst echt in die Haare schmieren. To see one's justice through, a man must fight for it. Even if the one who stands before him is his kin. That's ridiculous. The brothers of blood disagree on the very reason of their existence. They must fight. How many times do I have to kill you? Das fragen die sich tatsächlich später noch. Nep, schon wieder Facecam? You're late. Just finishing up. Is that really your brother? I'm afraid so. So he was behind all this. Your own flesh and blood. Right again. Solltet ihr ihn nicht aufhalten? Das riech ich, dass das nicht gut ist. Ach Gott, was soll er denn so tun? V, get back. Things are about to get really messy. No, please. Let me. Ich hau dich mit meinem Stock. I want to end this battle with my own hands. Ja. This is no good idea. Do not struggle. For if you can't even defeat me, then you've already lost. I du möchtest mich nicht böse richten. Dante, I need power, more power. I know. We are one and the same, you and I. But you've lost me, and I've lost you. Einer von euch beiden. We are connected by that one feeling. Wow, thy branches mix with mine. Any second now. Together join. Dante, du kannst dich teleportieren. Oder dashen, Jesus. You fucking idiot. Nero, du hast einen Greifarm. You fucking idiot. Stimpy, you idiot. You imbecile! Oh, cool, wir kriegen Virgil wieder. Stimpy, you idiot! You fucked it! What is this? Gut, das Jäckchen hat ein bisschen gelitten. Virgil. Oh mein Gott. Oh Gott, Virgil. Oh, was ist... What have they done to you? Oh Gott, nein. Sein Gesicht, nein. Können wir bitte einmal kurz festhalten, dass sein Gesicht ein 100% Nein ist? Oh Gott, ey. Dieses Gesicht, er hat so... Er hat einen richtig schlimmen Fall von Babyface. Aber die Stimme ist gut. Oh, Virgil Ray ist wieder bis followed. Oh, aber Virgil hat einfach so richtig 100% Problem Babyface. Oh no! Baby. Und fuck Games, vielen Dank fürs Follow. Was ist die Stimme aus DMC3? Oh geil, dann wird das gut. Aber ich will sein Gesicht nicht sehen. Oh, das war so klar mit Vay. Das war mir so klar. Mein Lieblingsbuch. Der Grund Botox. Lese ja gar, ich kann gar nicht lesen.
Meins. Fuck you. Wie cool. Get out of my way, Nero. Alter, Virgil sieht in dem Spiel aus wie der Bösewicht aus Richie Rich. Er hat's ein bisschen mit der Schönheits-OP übertrieben. Come on, Virgil. Aber die Stimme, ja. Let's do this. Heal your wounds, Dante. Get strong. After that, we'll settle the matter. Thank you, Nero. Fucking asshole. Damn it. If that's your brother, what happened to V? He returned to himself. Go home, Nero. This doesn't concern you. Like hell. I lost my right arm because of him. This is not your fight. I need to stop him, and that's all that matters. I'm not gonna let you have all the fun, Dante. You don't get it. Let me guess. I'm dead weight? Well, you can That's shove not up. It, Nero. What is it then? He's your father. What? What? Es ist bestätigt jetzt. I had the feeling the first time I saw you, but I just wasn't sure. And then du endlich wusstest. And I was certain. He's your father. Ich meine, ich hab's damals schon gecallt, also. Now he needs an ass kicking. But I can't have you go kill your old man. Überraschung, denn das ist Babyface. Wir haben es damals schon gecallt, das weiß ich noch. Es war ja auch zu offensichtlich. Dass er mit ihm verwandt ist irgendwie. Also, ne? Alter! Das Ding ist mittlerweile in der Umlaufbahn. Der Moment, wo du realisierst, dein Daddy hat eine makellosere Haut als du. That day, if our positions were switched, would our fates be different? Would I have your life? Ach Mensch, Alex droppt uns jetzt auch. Let's settle this. Dante. Dante. Hör auf mit Kämpfen, haben sie gesagt. Wer blumt sich da, haben sie gesagt. Guck dir an, was er angestellt hat. Dieses Spiel, ey. Alex wurde noch 5 Tage krank geschrieben. Ey. This isn't good. We're gonna get dragged into this. Dante, what happened? My dumbass brother's back and I'm gonna rip him a new one. Virgil's ripping him a new one. Dante, made it for Lady and she paid for it, so consider it a rental. Hey, you can't just... Okay, we'll take care of that later. Right now, you three get the hell out of here. Ach, what? Go take care of old douchebag. Cool, 2. Raketenwerfer. Ja gut, das standardmäßige, wenn du das andere nicht findest. Kalina N2. Ach, what? Double Kalina F. Double the gun. I can have double the rocket launcher. Das ist legal? Power. Ja, der Power. Ich hoffe mal, das Ding macht aber jetzt auch doppelten Schaden. Check this out. Ausrüstung. Schusswaffen hier.
Okay, Alex ist wirklich krank, das spammt die ganze Zeit denselben Emote. Ja. Achso, das ist. Oh, Double Kalina Ann, aber ich kann auch anders. Oh, nee, ich möchte beide. I want both. Die haben ja. Alex, du bist der gayste Gay-Typ, den ich kenne. So, jetzt wissen alle Bescheid. Sekunde, der packt beide Raketen. Oh, I need this one. Hat aber keine neuen Fähigkeiten dazu? Unter ganz länger vielleicht? Du handelst zwei auf einmal. Ja. Oh, aber Tatsache, 64 Zuschauer? Was? Boah, nice. Kinders, wir haben bald 9. Scheißegal. Go home. Gebt euch zur Not alle einen Krankheitszettel morgen. Lebt euer Leben. Denn er wird wahr. Ach nee, falsch. Knuddelt eure Eltern. Kocht was Feines. Geht raus. Virgil ist dein Vater. Oh boy, ich fühle mich wie in so einer Talkshow aus den 90ern. Und danach bringen sie sich gegenseitig mit Stühlen um. Ja, nur dass es dann mit Schwertern passiert. Aber stell dir das vor, so ein Dämonenklappstuhl. Dämonenklapp. Weißt du, als Town hockst du dich einfach drauf. Oh Gott, nee, leg die Raketenwerfer weg. Ich bin gerade der glücklichste Mensch überhaupt. Oh yeah. Ja, Kishi, knuddelt eure Eltern, seid nett zu den Leuten, geht raus, erlebt was. Der ganze Vater. Die ganze Kalina Ann. Dante und Nachladen? Nachladen ist dumm. Nachladen ist was für Menschen. Ach, und jetzt rennen seine Fickviecher hier rum. Oh, the wise guy Dante. We were spawned from Virgil's abominable thoughts. But you knew that already. Come to think of it, I did know something was off, just like with my old brother. Ich stream das hier heute noch zu Ende, fuck that. No longer bound in his consciousness, we're here now to kill you of our own free will. Liberating! And kill you we shall, Dante. Us, not Virgil. Oh, das könnte nervig werden. Alex, das liegt auch nur daran, dass du meine Plauze umarmen möchtest. Okay. Leider kommst du auch nicht, weil du einen Meter Schlumpf bist. Ist jetzt ein normaler Gegner, oder? Ja, ist ein normaler Gegner jetzt. So, okay. Amayago. Steckt aber trotzdem ganz gut was weg. Los, penetranter Vogel. Dafür, dass er bei mir immer den One-Hit gestorben ist. Ja gut, wird wahrscheinlich von der Skalierung her noch versucht haben, Y am Leben zu halten. Wie viel Schaden habe ich dem gerade mit diesem Move gemacht? Zu viel. Mal gucken, was passiert mit so einem? Raketenwerfer funktionieren so eigentlich nicht. Aber ihr dürft raten, es ist mir scheißegal. Und der Moment, wo dein Raketenwerfer plötzlich zu einer Plasma-Harpune wird. Mhm. Sieht das hier cool aus.
nein, er machte Rock Lee-Geräusche beim Kämpfen. Das darf Vivi nie erfahren. Soll ich jetzt mal, die Mission wird dann so ablaufen, dass ich jetzt beim nächsten Mal Vogel und Puma bekämpfen muss. Und dann, ja. Und dann klumpatscht der Wunder bei Überprotecken. Dass ihn das, dass die das aber nicht interessiert hier. Bye bye. Nice aim. Vor allem, wie das aussieht. Nett, nett, wir müssen über deine Faszination für das weiß wischbare in Shadows Bude diskutieren. Das ist ungesund. Dafür hat der Gott Taschentücher erschaffen. Und ja, Taschentücher sind eine Erschaffung von Gott. Das habt ihr bei mir jetzt zuerst gehört. Aber Gott ist tot. Ja, nach ihm wird ja auch nicht mehr gesucht, ne? Na, wie denn auch? Google ist down. Hä? Demnächst. Achso. Sin Devil Trigger ist einfach mal der geilste Shit. Achso, oder so. Ja, man merkt schon, Dante ist mehr so ein Doku-Mensch. Der mag keine Katzen. Katze. Ich glaube, ich habe da eine Mietekatze gesehen. Oh nein, wir haben Keks getriggert. Hm? Hör auf, Tanz der Vampire zu zitieren. Running away? Nah, didn't think so. Solche Normie-Gegner einfach weggerotzt. Fucking Normies. Blödsinn. Oh nein, Keks ist gut gelaunt und zitiert Tanz der Vampire. Oh shit. Gott im Himmel. wo ist das denn jetzt? Direkt hinter mir. Yes. Na gut, dass er da eine Bildschirm mit abgerauscht ist, ist schon so ein Downer. Aber hey, immerhin hast du einen Fernseher. Übrigens, Keks muss gerade einen Bildschirm im Fernseher ersetzen. Die hat also wenig Kohle übrig. Also falls ihr DMC holen wollt, sie ist auf Steam verfügbar. Google hat echt down? What? Also einer ihrer Monitoren hat down gemacht. So. Ach stimmt, ja, du warst ja heute auch in der Hölle genannt.
Seite. Angel knuddelt sie. Beides, beides. Deine Aufgabe ist es nun, Leute davon zu überzeugen, beides zusammenzufügen, damit es da ist, wo es hingehört. Ich komme vor wie bei einem Product Placement, aber irgendwie finde ich es geil. Güte, Angel, sei kreativ. Schicker Geistoff. Moped ist ein Moped. Die kommt in die falsche Richtung hier. Was, wer zum Fick hat jemals Virgil und Nero geschippt? That. That's disgusting. Junge, Nero, Teil 4. Er hatte wortwörtlich seinen Daddy in sich. Jetzt. Nee. Du hast einen Vater in mir. Du hast einen Daddy in mir. Oh nein, Keks macht die Racy 2 kaputt. Was stellst du jetzt wieder an, Mädchen? Zieh ihn raus, den Daddy. Zeig ihm, was du kannst. Okay, die Witze werden so schlecht, Shadow muss ich fehlen. Der Vogel ist tot. Oder auch nicht. Aber der Puma. Aha, es gibt also dann den Nero Virgil Shippings. Okay, es bleibt immer in der Familie. Ui. Big Uff. Oh, ich muss den Puma einen Hut aufsetzen und dem Vogel. Warum? Warum nicht? Das ist keine Antwort. Aber eine Aussage. Oh Gott, Nightmare mit Hut. Oh, das muss das ich. Wird cool aussehen. Das muss ich machen. I need to do this. Good evening, sir. Good evening, m'lady. Good eye. Alter, das kann doch nicht gesund sein. Ja, stimmt ja. Kann nur ganz länger noch hochleveln. Oh Gott, Virgil mit Hut. Oh, I will do it. Sieht auf jeden Fall besser aus als dieses blöde Partyhütchen aus diesem Detail, den es nie gab. Was kann ich mit der jetzt? Keeper, es wird noch schlimmer. Die Viecher sind nicht nur seine einzigen Freunde, er hat sich selber ausgedacht. Ach, Gansdinger, genau.
Okay. Wenn man so drüber nachdenkt, ist das schon ein bisschen peinlich. Oh shit, sein Stock! Oh fuck. Oh, dem setze ich einen Hut auf. Also jetzt überleg mal, er wird schon. Okay, der Vogel. Oh warte, er hat den Hut auf! Oh Gott! War schon ein bisschen armselig. Ich hatte die Power, alles an imaginären Vorstellungen mehr Mensch werden zu lassen. Was ist es geworden? Vogel, Golem. Ich meine, gut, bei der Katze und dem Vogel war er noch kreativ, aber am Ende hat er sich nur noch gedacht, Play-Doh. Vor allem, wie kam er auf die Idee, ne, einen sprechenden Vogel mit tatsächlicher Persönlichkeit zu haben? Ich glaube, er hat irgendwo seinen Sarkasmus abladen müssen. Die meisten Viecher sehen mit Hut doof aus, deswegen setzt er sie immer auch die ganze Zeit auf. Ich kann selbst der Masse einen Hut aufsetzen. Gut, Schuss mit Hut. Aber warum macht das absolut kein Damage? Muss ich... ihn hier wirklich nur? Vogel mit Hut! Ah, ich verstehe. Okay, wir gehen auf den Großen. Der Große ist die Quelle. Wollte erstmal selber fehlen. Oh, gut. Beizer das du. Dann macht er einfach einen Hutladen auf. Ein Hut für dich! Ein Hut für dich! Ja gut, also das Spiel so modden, dass jeder einen Hut trägt, wäre ein bisschen dämlich. Dann weiß ich ja nicht mehr, wer den Hut wirklich gerade trägt und wer nicht. Was zur... Der lädt sich auf! Oh! Cheap Move! Oh, wow. Was für ein billiger Move. Ist fast wieder voll, der Arsch. Und das, liebe Kinder, war der Grund, warum Dante ein Hundemensch war. Der Panther ist schon gar nicht mehr da, der ist komplett dead. Schon mal ein bisschen drauf? Ja, scheinbar. Dann müssen wir reich wiederkommen. Matschmann, lieber Matschmann. Hey, jetzt ist es auch nur noch er. Jetzt nicht mehr. Aber gut, er hält jetzt auch nicht mehr so viel aus.
Wenn er sich jetzt nicht wieder... Ja. Das lässt du mal schön bleiben hier. Du hast einen Radikal Beam? Alter. Wie oft in der Woche musst du eigentlich zum Arzt, um ihm zu erklären, dass du so ein Stechen in der Brust hast? Ich hab keine Ahnung. Uppercut. Hat er sich wieder weggesneakt? Ach nee. Nö, ist zu so einer Kugel geworden. Was mich irritiert hat, weil ich nicht wusste, dass der das überhaupt kann. Should have known better. You got a good heart, but you're about as sharp as a marble. Okay, ich glaube, die sind tot. But if you had even a little bit of trouble defeating us, imagine what Virgil can do to you. Go see for yourself. Us. This is our final flight. And the end of Virgil's nightmare. Godspeed, Dante. You'll need it. Go fuck yourself. Rest in peace, little chicken. It's been a bash. So, ich schätze jetzt mal einfach, jetzt so viel kann ja nicht mehr kommen eigentlich, ne? Oh nein, flieh, sie verfolgt dich. Flieh, sie fährt. Sagt wer? Warum nicht? Now you can put all this behind you. Stop the car. No chance. After all this, are you insane? Fine. I'll go by myself. Und so ist Nero near toast. Near toast. Er spielt's heute auf jeden Fall noch zu Ende. Oh, das Stöhne kommt noch. Ja, weil ich bin ganz ehrlich, ich möchte jetzt nicht die, weil ich möchte mir morgen echt mal einen Tag frei gönnen. Deswegen, also wirklich einen Tag frei. Wo ich wirklich mal den ganzen Tag nichts machen muss. Na vor allem, wie war das? 20 Missionen? Ja, wenn es 20 Missionen sind, dann kann jetzt wirklich nicht mehr viel kommen. Und so wie, irgendwas stand da mal. Und so wie ich denn das Spiel, also generell das Ganze kenne, dann, ne, ist die letzte Mission wahrscheinlich eh nur ein Final Boss. ...2000 für eine goldene. Nee, ich hab's jetzt das gesamte Spiel über so geschafft. Ich schaff das jetzt auch ohne. Und nochmal Dante? Okay. Ich hätte jetzt gedacht, wir spielen jetzt... Ne? Mister, ich hab rausgekriegt, wer mein Vater ist. Nö, das löst sich noch. Hab Geduld. Wär mal gespannt. Gibt's erstmal Familienclinch. Hey Virgil. Du siehst doof aus. Give me the Amato. Und plötzlich ging die Welt unter. If you want it, then you'll have to take it. Virgils Gesicht, ey. But you already knew that. I had a feeling you'd say that. How many times have we fought? Hard to say.
It's the only memory I have of us since we were kids. Time to finish this, Virgil. Once and for all. I won't lose to the likes of you, little brother. Sieg, ey. Ich setze ihm Hut auf. Yes! Macht auf jeden Fall schon mal die Friese angenehmer. Weil ich ehrlich sagen muss, bei den Klamotten mit dem Hut sieht er eher aus wie ein Freibeuter. Sorry, Virgil, ich hab ein Auto. Moped. Ach, Kiba, Virgil möchte doch nur geliebt werden. Und man beachtet dich am meisten, nur was es dauert, die Welt zu zerstören. Virgil, ich habe Karatefilme geguckt. Jetzt vergessen, dass er das drauf hat. Naja, macht bei ihm ja nur Sinn. Er hat sich ja selber auch gefühlt. Stell dir mal vor, in den Phasen hätten sie noch Laserkanonen dabei. Hat er gerade versucht, sich hochzuheilen? Ich habe keine Ahnung. Ich Mad Dash eigentlich gerade nur durch die Gegend. Nein, in dem Moment, wo du halt auf ihn aufgedroschen hast, hat er so verdächtig mit dem Ding gewackelt. Oh shit! Wow! Okay. Okay, Overkill Zavado. Ich glaube, er möchte nicht, dass du... Okay. Oh shit. Er ist kreativ. Ja, doch. Alter.
glaube, Virtue muss ein bisschen was kompensieren. I'm dead again. No. Okay, nee, doch nicht. Jetzt bin ich tot. Alter. Ich habe keine goldenen Kugeln mehr. Jetzt muss ich mich mit dem heilen. Zum Glück hast du noch welche. Ja, aber jetzt gehe ich halt natürlich in das, was ich vom Pre-Order habe. So viel dazu, ne? Ja, und dafür, dass er jetzt direkt krepiert. Das ist so peinlich scheiße gerade. So ein Viertel davor, das nicht machen zu müssen. Ach, Göttchen. Ja, dummass. Du kannst nicht mehr durch diese dicke Schule von dir erinnern? Na, na. Das war eine lange Zeit. Ich glaube, du warst auch jung. Und so viel, als ich diese Geschichte hören würde, ich denke, es ist Zeit. Nein, ich will wissen, wie das passiert ist. Ich will die Geschichte des enttäuschenden ersten Mals von Virgil hören. Also du nimmst deinen Dämonen-Cock, dann kommt der Nico vorbei und klaut dir das Ding. What? Was ist das jetzt für ein Power Ranger? Rate. Nee. Wow, damn eyes. Ach, B, du bist scheiße. B steht für Bullshit. Wahre Kraft. Ich will aber auch wissen, wie. Nero Ex Machina. Der Geist in Nero. Das heißt, er hat jetzt einen Devil Trigger, ohne Yamato haben zu müssen. Sie werden so schnell erwachsen. Er ist endlich in der Pubertät angekommen. Und natürlich müssen wir das spielen, wahrscheinlich. Telefon. Hallo? Nein, Nico, geh weg! Nero? Is that you, Nero? Did something happen? Kyrie. Den ganzen Arm, Kyrie. When I was a kid, er hat mir den ganzen Arm genommen, Kyrie. Ich habe unendliche Macht gefunden. Sie vibriert, Kyrie. And now all of a sudden I find out I have a family. What am I supposed to do with that? Wie zum Teufel kann das Telefon da unten noch funktionieren? Thanks. I guess that's all I needed to hear. I have one last thing to take care of. And then I'm coming home. Ich bin ganz ehrlich, ich find's schade, dass Kyrie nicht wirklich vorkommt. Dann können wenigstens die ganzen Kiddies nicht rumheulen. Meh, ich mag die nicht. I couldn't protect Kratos. To this day. I hate myself for not having enough strength. Oder vielleicht sie sparen sich's auf und droppen der Bombe, dass sie in der Zeit schwanger war.
this is curious. Nero. What form of power is this? Und jetzt kann sich Kyria den Arm aussuchen. This ends right here. Listen to me. I told you already. This is not your. You Klotz am Bein. Wait. I won't let you kill each other. There are other ways of settling your differences. I'm putting a stop to this sibling rivalry. You came all this way just for that. Virgil. V. Whatever you call yourself. Dante's not gonna die here. And neither are you. Do you have a problem with that? Not gonna die my ass. That bitch slap nearly killed me. If I beat Nero, then by default, I beat you. Agreed, Dante? Whatever. I don't really care. I'm just gonna sit this one out. Mann, drücken Dante ausgenockt. Und er hat sowas von keinen Bock mehr. I'll make you submit. Father. This is kind of badass. This is kind of badass. This has nothing to do with you. Stand down. Nothing to do with me? It has everything to do with me! You. Fuck you! You. Take me seriously now? Buster. Okay, tau meine Gegner L2. Okay. Den Geist kann man bastern. Okay. Bringt mir nur leider gar nichts, weil der Cam mit mir den Boden aufwischt. Lang leben die Kugeln, die auf ominöse Art und Weise in deinem Inventar waren. Also den Sohnmann-Bonus könnte die echt nicht. Nee. Ich komme gar nicht mehr irgendwie zu irgendwas. Der Kerl hört einfach nicht auf, Moves zu machen. Mensch, jetzt ein Sweet Surrender. Ja.
Mach doch! Und Tatsache, ich hab beide! Interesting. Oh, brother. You cut off your own son's arm for more power, and you still lost. Enough, damn it! The underworld is taking over. We need to do something before it's too late. He's right. We need to close that portal. Das ist auf einmal ein Problem. Ach stimmt ja. I can still fight. But if those roots continue to spread through town, it'll just interfere with our business. Ah ja, natürlich. Now, that's the smartest thing I've ever heard you say. Better hurry up. We still got a score to settle. Evidently. Wait, where are you going? We need to sever the Clyphod roots from the. Ja, aber lustig ist mit Credit Fighting. Then we'll seal the portal with the Yamato. Hang on. If you do that, you can't come back. Why do you think I'm going? Somebody's got to keep an eye on your old man. You can't just expect me to stay here while you both go. It's because you're here, we can go. We're trusting you with things on this side. Capiche? Make haste, Dante. Yeah, I know. Hey, wait! Boah! Take care, Nero. Adios. I won't lose next time. Hold on to that until then. Jetzt mach das Buch auf. Da sind ja nur Penisse drinne. Mein Daddy hat mich nie geliebt. Ich find's halt schön. Oh ja, ich besuche meinen Bruder. Na, wie geht's dir? Aufs Maul hauen? Ach ja, ja. Welt retten, da war was. Hm. Ja, auf einmal geht die Welt unter. So von jetzt auf gleich. Ich meine, gut, dass das Ding nicht einfach nur da ist und einfach umkippt, war klar, aber... Ich meine, wie muss bei denen so standardmäßig so ein Weihnachtsfest aussehen? It's just weird. Lizard tail or something? Lizard. I don't know, it just grew. I mean, are you kidding me? Lots of fucking narrow lizard. Scary plant roots. And arms growing. Oh nein, wir wissen alle, was er mit Schwänzen will. Do you know how much love and care I put in that devil breaker? Nope. Okay. This arm. It's nice. So, how's it feel? How's what feel? Aber da kann ich vibrieren. The man who killed your own father. Heard Dante killed Virgil once. It doesn't matter. They're both gone now anyway. It's okay to cry. If you want, Nero, over a loss. Not cry. It doesn't make you a crybaby. Does make you a little bitch, though. Does make you a little bitch, though. Diese Frau. You think I'm a demon? I didn't cry when my asshole daddy died. But... Yeah, I know. I wouldn't be here without him, that's a biological fact. Right. All I'm saying is, tough guy.
It's okay to cry if you want. Devil's I'm not cry. Crying. Devil's cry. I'm not gonna Kittens cry. Kittens cry. Will you meow. Shut up? But will you stop cry. It? Will you? You're, no, but, why nobody's you cry crying, on my shoulder? All right? Stop Devil saying cry. Cry on my shoulder. I know you wanna. You say cry again. Devil may cry. Nico ist scheiße in diesem Job. Hey, yeah, I'm coming home. Oh yeah, I don't want to spoil it, but I got a surprise for you. Oh yeah, he's got a huge surprise. You shut up. Okay, here's a, wow. No, KDA, not you. Nico, you know, and her big mouth. What the hell's your problem? Where'd you learn to drive? Dass er das jetzt erst fragt. Hey, sorry, I gotta call you later. It's time to get back to work. Die Frage ist nur, was macht ne Nico jetzt mit den ganzen Kopien von Sweet Surrender? And this is the perfect place to test it out. Look, you're gonna use it and it's a work of art. Gotcha. And it ain't complete without you. Well, how sweet. Jetzt bastelt sie Handschuhe. Feels good. You'll get fixed as soon as we get back. So, Devil's Cry, huh? Let's hear what that sounds like! Oh, this game. Ups, ich wollte... Nein! Nein, ich wollte das machen! Oh Mann, oh. Back! So all we gotta do is cut this thing down. That's right. More than capable of handling this on my own. You're gonna need some help. And someone to keep an eye on you. Wir wollten unbedingt noch mal Dantes Fight Theme spielen, kann das? Den ganzen Baum, Kirje! Den ganzen Baum! Das ist auch noch ein Gärtner. Useless pests. They must be ready to die. Fine by me. Let's give them what they want. Und Virgil denkt sich, was ist aus meinem Bruder geworden? Ein Bruce Lee-Fan. Ist eigentlich echt eine gute Frage. Kann man den Tentakel in den Hut umsetzen? Hab ich gerade. Der hängt dann aber an der Seite rum. Ah. Ich will immer noch einen Hut auf Nikos Auto. Warum? Ich habe keine Ahnung. Yeah.
talk. Ich weiß nicht, der Song, der popelt irgendwie vor sich hin. Es ballert halt nicht so wie die anderen. Ja, eben. Es ist zwar Speed Metal, aber irgendwie ist der Bass so super low. Es ist eher so Metal, der versucht, Speed Metal zu sein. Ja, weiß nicht, irgendwie. Dante's Theme hat irgendwie am wenigsten Power. Er ist ein alter Mann. Aber Jesus Christ, this game. So fucking awesome. Vor allem so viele Sachen, die wir damals in dem Video gecallt haben, sind tatsächlich wahr. Ich sag dir, Capcom guckt unsere Videos. Ja. Also, den ganzen Abend. Also wenn Keks schon Kontakt mit diesen Leuten hat, ne? Also Capcom, falls ihr zugucken solltet, und mittlerweile habe ich wirklich den Verdacht, ihr dürft uns immer noch gern bezahlen für solche Ideen. Wir sind immer offen für sowas. Und mit offen meinen wir Geld. Mann, hol, das war eine perfekte Öffnung. Weißt du, du sagst, wir sind immer offen. Und mit offen hättest du sagen müssen, unser Portemonnaie. Meine Güte, was kannst du eigentlich? Geld nehmen. Nee, aber Lass es mich dir vorführen. Back to business auf jeden Fall. Devil May Cry 5 ist so fucking geil. Das Gameplay funktioniert so unglaublich gut. Das Spiel sieht gut aus, es klingt gut. Story ist auch, sie beschmeißt sich mit einem Cliffhanger und Plot-Twist nach dem nächsten. Ohne, dass es irgendwie gezwungen rüberkommt, sag ich mal. Okay, jetzt außer die Stelle, wo wie sich denkt, das ist absolut keine Falle. Das war die einzige Stelle, wo ich mir gedacht habe, so, Moment mal, Nero weiß Bescheid. Er weiß, dass Virgil und der da dasselbe sind. Warum hält er das also nicht auf? Er hat einen fucking Grappling Hook, so. Weiß er das wirklich? Er hat ihm doch nur gesagt, der Typ ist Virgil. Er hat ihm die einzige, die es wirklich gewusst hat, war ja eigentlich nur Lady. Trish. Stimmt, Trish war nicht da. Okay, gut, dann habe ich nichts gesagt. Ich meine, der hat ihm ja nur gecallt. Okay, der Typ heißt Virgil, Ende. Stimmt. Aber allein schon von den Charakteren her. Also jetzt von den Charakteren, die dazugekommen sind. Von Vi war ich jetzt nicht so der Fan. Bin ich ganz... Was ist denn ihr los? Ja, ich meine, aber... Das, was er an Charakteren bei mir nicht hatte gut machen können, hat er dadurch in seiner Plot-Relevanz gut gemacht. Muss ich sagen. Nico ist Beste. Ja, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Von der will ich ein Rennspiel. Ja, definitiv. Ein Spin-off. Devil May Drive. Seht ihr, Capcom, sowas gibt's hier for free. Also ihr dürft gerne einen Modus einbauen. Ja, Devil May Drive. Oder ihr fahrt die Namco-Schiene und baut Devil May Bowling ein. Könnt ihr von mir aus auch machen. Ist auch eine gute Idee. Also ihr stellt dann statt Pins einfach seine Arme auf. Unter anderem. Nee, aber dieses Spiel, das ist so, so richtig gut einfach nur. Oder stell dir mal so eine Etage in Bloody Palace vor, wo du plötzlich gegen Nico am Steuer kämpfst. Also jetzt hiernach... Bin ich ganz ehrlich, ich kann mit voller Sicherheit behaupten, Capcom ist zurück. Also Capcom ist richtig hard back. Also man weiß nicht, wer von denen was gut gemacht hat, aber jemand hat was gut gemacht. Ja, ich habe keine Ahnung, wer von, sagen wir mal, wer irgendwie 2015 oder so in dem Dreh gefeuert wurde und dann die Kontrolle übernommen hat. Aber er macht einen verdammt guten Job. Also anonymer Jobmacher, du hast gut gearbeitet. Ja, ich habe jetzt keine Ahnung, wie das aktuell bei Capcom läuft, aber Jesus Christ, es läuft verdammt gut. Es darf so weitergehen. Definitiv. Ich meine, Resident Evil 2 war eins meiner Games des Jahres und DMC5 hat definitiv Potenzial, Game of the Year zu werden bei mir. Allein der Artstyle, es sieht poliert aus, das Spiel funktioniert. Ich habe nur kleine Nitpicks,
sag ich mal. Aber da kommen wir gleich mal zu. Erstmal mal gucken, was ist denn jetzt? Na, ich darf Lady beim Pizzaessen zusehen. Gerne. Foodporn. Wow, no sign of him. Nothing. Yeah. Ich darf zwei sexy Ladies beim Pizzaessen zusehen. Wehe, da ist Ananas drauf. Und selbst wenn. No, I don't think so. I rather quite like it. Oh, I hate to spoil your dreams. Uncle Ben's. That shit ain't gonna happen. What do you mean? Wie geht's deinem Reis? See, there's this deed to this place, and I have it. Why do you? Clever little devil came to see me right before his last job. Said something like, "My dearest friend, I know you'll keep this safe, 'cause them crazy bitches." Them crazy bitches. I'm sorry, I meant ladies. Anyway, the rest of the story is not important. You get the gist. I wonder if he even plans on coming back. Got me. What is important is I have a job for you two. Huh? Because the rent ain't free. Trish und Lady DLC incoming? Oder wenn sie die Schiene tatsächlich so weiterziehen, die beiden mal als Hauptcharakter. Oh nee. Und die beiden. Die beiden sind jetzt in der Unterwelt und prügeln sich. Es gibt kein Internet. Hast du zählen gelernt? You know, I'm starting to think this is never gonna end. Maybe we got plenty of time. Über die Nerven ziehen. Jackpot. Alter, dieses Game ist so awesome. Bin mal gespannt. Wenn sie sich gestorben sind, prügeln sie sich noch heute. So in etwa. Neuer Modus freigeschaltet. Son of Sparta. Sohn Spartas. Rechter Arm wurde wiederhergestellt, sowie Devil Bringer als auch Devil Trigger einsetzen. Tante Schwerter kann jetzt anpassen, Bildschirm Rebellion, Sparta und Devil Tante ausrüsten. In Nikos Berichten über Gegner, Fotos und Momente, wenn du jeweilige Gegner zum ersten Mal begegnet bist. Kostümänderungen werden im Titelbildschirm angewendet. Stimmt, ich habe noch gar nicht geguckt wegen dem Paintjob für mein Bike. Psst, Capcom. Sicherer Deal für den nächsten Teil. Nero arbeitet mit Trish zusammen, Trish entdeckt ihr ihren Devil Trigger und Lady kommt ab und zu noch mit Nico zusammen. Hol? Ja. Achso, das ist nur der Opening Screen. Ich dachte, das wäre jetzt auch noch hier eine fucking Metal Gear Rising Anspielung. Ei, nee. Wie gesagt, das Einzige, was ich habe hierfür, sind Nitpicks. Also so richtige kleine Nitpicks eigentlich, wo mich gestört haben. Viele kleine glückliche Unfälle. Ja. Das eine Problem ist manchmal die Kamera leider. Die Kamera ist an manchen Ecken echt ein bisschen funky. Also, da gab es so hier und da ein paar Stellen, wo, ne, nicht so schön. Aber es war jetzt nicht dramatisch schlimm. Aber sonst
Grafisch sieht super aus. Die Gesichter haben sie gut gefixt bekommen. Weil erinnerst du dich noch an den ersten Trailer? Hm. Da haben wir noch gesagt gehabt, boah, die Gesichter sehen so schlimm aus. Und jetzt mittlerweile... Hobo-Dante. Ja, mega Hobo-Dante und Virgil... Oh Gott, Virgil sah... Quatschweise. Nero sah damals schlimm aus. Also... Nee, aber sonst... Sonst fällt mir nichts ein, was ich bemängeln könnte. War von mir eine solide 9 von 10 auf jeden Fall. Das ist jetzt noch gestiegen, weil das Finale so episch war. Und man weiß ja nicht, was da jetzt noch an Content noch zukommt. Ja, eben. So, aber warte, ich sollte Galerie Nikos berichten. Berichte von Nico. Charaktere wahrscheinlich. Zu Nico selber, weil das interessiert mich jetzt mal. Gottes Geschenk an die Füchse. Mal rein, die Götter der Maschine, meine Wenigkeit. Die Bangländer sehen Goldstein mit Hosen. Erstmal, ne? Lady Trish Morrison. Ne, ich sollte zu Sin Devil Trigger, ne? Dante Sin Devil Trigger. Aktion? Dante. Sin Devil Trigger. Was? L1 Dante? Nein, hier ist. Ach so, während du in den Akten bist, kannst du hier irgendwie noch Phasen ändern. Oh ja, hier. Erwachsener Dante. Devil Trigger Dante. Sin Devil Trigger Dante. Devil war durch das Absinn 2 von wahre Macht erweckt. Wenn dieser Stein überall werden gemacht, muss er auf ihren Schaden. Ja. Und was war da jetzt? Was, ich meine, es sieht super geil aus. Der letzte Absatz. Wie viel Kraft Dante zur Verfügung steht, vielleicht mehr als Sparda selbst. Das ist jetzt auch nichts überraschend Neues. Oder bin ich hier falsch? Nee, das ist Sin Devil Trigger. Ich meine, Hölle, ne? Ups. Ich meine, jetzt mal so zum Vergleich. Sein Daddy ist sehr tot und er ist noch sehr lebendig, also... Ich meine, der Satz ist jetzt für mich weniger interessant, sondern vielmehr, dass das Ding badass aussieht wie sonst was. Also im Prinzip Diablo nach der Vitaminkur? Der... Das Ding fickt Diablo zweifach. Im Vergleich zu dem hier ist Diablo einfach nur eine Turbo-Jungfrau. Und die Hauseidechse. Nero. Ja, warte mal. Gibt es? Ja, Devil Trigger Nero. Ich bin ja ganz ehrlich, ich finde das gar nicht so schlecht, das Design. Passt ja auch irgendwo zu ihm. Ja, der mich macht zu nutzen, aber jetzt ganz allein, also war macht entfesselt. Bekommen. Langsam glaube ich, Nero ist besser. In der perfekten Demo quatscht die Show. Oh wow. Nee, also auf jeden Fall, das Spiel ist awesome. Also so viel kann ich nur sagen. Das war tatsächlich kein Fehlkauf diese Woche. Einer von zwei war kein Fehler. Vor allem, warte mal, lass mich jetzt mal, ich möchte mal kurz was gucken. Mal ins Hauptmenü zurück. Ich meine, Dante hat auch schon einiges geleistet, also von daher, wäre nicht so unlogisch, dass er stärker als Dings ist. Ich meine, gut, was hat sein Daddy großartig gerissen? Einmal die Welt gerettet. Wie oft hat Dante sie gerettet? Oh Gott. Dieses Spiel
auf Platin zu machen, muss ein fucking Albtraum sein. Du hast eine Mission. Nein, nein. Doch, doch, doch. Vor allem, du musst gewisse Missionen generell nochmal spielen mit den anderen Charakteren dann. Wenn das einer schafft, bist du das. Wir haben da Vertrauen in dich. Ne, die zeige euch nicht. Das müsst ihr euch schon, dafür müsst ihr das euch schon selber holen. Ich meine, lass mal gucken. Hat schon mittlerweile irgendwer, war irgendwer so süchtig? 0,1%. Du hast eine Mission, besteig den Thron. Nee, mit Sicherheit nicht. Dante must die haben die meisten wahrscheinlich mal freigeschalten, genau wie Himmel oder Hölle. Dante must pie. Ist so ein Spardas denn jetzt quasi Hard Mode? Ja, so ein Spardas ist Hard Mode. Nee, das ist wahrscheinlich das wird das Achievement sein. Nicht durchspielen. Durchspielen kannst du. Pff, meine Güte. Den machst du neu und speicherst. Das Spiel hat ja Checkpoints. Ich weiß ja nicht, wie die gesetzt sind, aber ich schätze mal, dass dann nur die Bosse wirklich problematisch sind. Weißt du? Aber die Trophäe, die der Knackpunkt ist, ist schlicht und ergreifend alles auf S. Ach, da habe ich Vertrauen in dich, das kriegst du hin. Ich setz mich jetzt erstmal ab. Euch noch einen schönen Abend. Versucht ihn zu bequatschen, er macht es eh. Ich mach es eh nicht, fuck you. Doch. Nacht. Macht er doch. Mach ich nicht. Doch. Nein. Ey, ohne Scheiß, das ist... Warte mal, wie viele Missionen würden mir denn jetzt hier noch fehlen? 1, 2, 3... Okay, 3 würden mir noch fehlen. Das heißt, du hast pro Durchlauf 23 Missionen. Ergo, ich müsste jetzt nochmal nochmal für easy, weil ich muss das Ganze ja nochmal auf easy machen, was im Grunde der absolute Pisskram wird. Wie spielt sich war eigentlich so? Eigentlich cool. Also eigentlich ganz cool. Aber allein das sind ja schon 23, sind allein schon 46 Missionen, wovon einige nicht mal unbedingt kurz sind. Und da kommen nochmal 2 Schwierigkeitsgrade zu, wovon du einen auch nochmal auf S machen musst. Deswegen, also... Das ist brutal, was... und das alles auf S. Die Geheimmission, da kannst du dir einen Guide für raussuchen, das ist das Einfachste. Zumal du hier ja sehen kannst, wo Geheimmissionen versteckt sind. Deswegen, also... Aber das war Devil May Cry schon immer brutal für seine... Platin-Voraussetzung. Heimmission? Die kann man hier neu machen? Ach, schau mal einer. Also alle, die ich gefunden habe, habe ich auch geschafft eigentlich. Die paar. Nee, aber ich kann das Spiel nur jedem ans Herz legen. Es ist unglaublich geil. Hell or Hell gibt's auch noch. Hell or Hell gibt's auch noch. Dass es überhaupt jemand schon auf Platin hat, ist eigentlich ein Wunder. Ich meine, das Spiel ist jetzt gerade mal ein paar Tage draußen. Da muss es ja wirklich 1, 2 Leute geben, die nichts anderes getan haben in dieser Zeit, außer dieses Spiel komplett auf S zu spielen. Wahrscheinlich irgendein durchgeknallter Japaner. Okay, nee, sorry. Ja, aber das war Devil May Cry 5. Als Stream wahrscheinlich nicht mehr, weil wir haben eigentlich gezeigt, was es zu zeigen gibt. Sollten da jetzt noch DLCs kommen, bin ich mehr als nur bereit, mir die anzuschauen. Hat's auf jeden Fall verdient. Wo ist der Unterschied zwischen Hell or Hell und zwischen Dante Must Die? Es gibt generell einen Unterschied. Dante Must Die ist quasi sehr schwer. Also musst du dir so vorstellen. Sohn Spardas ist schwer. Also, wir fangen mal hier an. Mensch ist einfach, Teufelsjäger ist normal, Son of Sparta ist schwer, dann Dante Must Die ist sehr schwer und dann schaltest du die letzten beiden frei, wo denn daraus besteht einmal Heaven or Hell und Hell or Hell. Heaven or Hell ist, alles stirbt, One-Hit, aber du auch. Und Hell or Hell ist,
Du stirbst One-Hit, aber die Gegner haben mehr Health. So yeah. Es gibt Masochisten, die sowas machen. Also das ist so der Unterschied. Es sei denn, sie haben das jetzt irgendwie geändert. Aber ich denke mal, es ist wieder so. Aber Hell oder Hell ist einfach Insta-Dead. Ja, eben. Der Schaden ist so hoch, du bist eigentlich immer instant tot. Da wird nicht diskutiert, du stirbst instant. Heaven or Hell ist halt, du tötest alles instant, aber dich tötet auch alles instant. Das habe ich in Devil May Cry, in DMC Devil May Cry gespielt. Ist an sich ein ganz witziger Modus, wenn du auf einmal Bosse one-shotten kannst. Ist eigentlich ziemlich witzig, weil du dann eigentlich nur noch deine Pistolen benutzt. In dem Modus speedrunst du eigentlich. Aber denn in Hell or Hell, das ist für die wahren Masochisten, wenn du wirklich in deinem Leben nichts mehr anfangen willst. Also ja, aber ich kann DMC5 nur empfehlen. Also Capcom ist definitiv wieder zurück im Sessel, könnte man sagen. Muss mit Charge Shot witzig sein. Warum Charge Shot? Es stirbt sowieso alles One-Hit. Einfach normal draufhalten. Es stirbt sowieso alles One-Hit. Du willst eigentlich gar nicht, dass irgendwas nah genug an dich rankommt. Ah ja, also das Game, ne? Ist awesome. Ist fucking awesome. Nö, die Live-Action-Szene, die behalte ich. Das ist meins. Wenn ihr die sehen wollt, das hat bestimmt schon jemand auf YouTube gehauen. Also wenn da keine Copyright-Probleme, das sehe ich doch schon kommen mit Live-Action und hast du nicht gesehen. Also ja, immer hier für heute Feierabend und gönnen wir wahrscheinlich morgen mal einen Tag komplett frei. Jetzt, wo wir ja an sich die wichtigen Projekte, ich nenne es jetzt einfach mal die wichtigen Projekte, es waren einfach die Spiele, wo mir am Release super wichtig waren. Zwei davon haben Potenzial, Game of the Year für mich zu werden. Eins davon wünschte ich mir, ich hätte das Geld dafür wieder. Weil das ist eine absolute, Left Alive, eine absolute Verschwendung. Und ja, Kingdom Hearts 3 muss ich mal gucken. Da schauen wir mal, ob wir das irgendwann mal machen. Aktuell ist mir halt nicht so nach einem großen RPG. Also jetzt nicht nach so einer Art RPG, sondern also ich weiß auch nicht. Das nächste Mal weiß ich nicht mal, was ich streamen würde. Ich würde jetzt liebend gern mal, weil meine Liste ist ja immer noch lang. Sagen wir es mal so, meine Liste hört ja immer noch nicht auf. Meine Liste ist ja immer noch da. Und wir schauen mal. Ich habe mir noch nichts Festes einfallen lassen. Vielleicht streamen wir auch das nächste Mal einfach, um mal wieder ein bisschen runterzukommen. Einfach nur Yakuza Zero. Das Spiel rennt ja nicht weg. Eben, uns rennt ja jetzt nichts weg. Aber wirklich, Resident Evil 2 und Devil May Cry 5 waren eigentlich die Releases, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Wofür willst du das Geld wieder? Nur um Fehlkäufe zu vermeiden. Das ist DMC, mein nächster Kauf. Und das ist wahrscheinlich Monster Hunter World, Iceborne. Was dann raus ist. Bist du sonst auf dem Server? Blödsinn. Vergiss meinen Gedanken. Mein Gedanke ist scheiße. Ja, aber wirklich. Die beiden Spiele waren halt so meine Releases, die ich unbedingt spielen wollte. Es gibt noch andere, aber da ist noch kein Release da, noch kein Release offen. Und das wäre Doom Eternal. Aber ja. Wir müssen mal schauen. Ich mache hier auf jeden Fall Feierabend. Kauft euch DMC5. Ist super geil, das Spiel macht super Spaß. Ich werde es wahrscheinlich auch privat noch ein bisschen weiter zocken. Ich weiß auch nicht, was ich genau mache. Wahrscheinlich einfach nur restlichen Fähigkeiten kaufen. Beziehungsweise mich vollständig aufleveln und hast nicht gesehen. Ach ja, stimmt. Left Alive war ein Riesenfehlkauf. Also, das Spiel wird auch aktuell zerpflückt wie sonst nichts in der Kritikecke. Auf Steam ist es aktuell, soweit ich noch weiß, auf sehr negativ und das zu Recht. Weil es ist ein Stealth-Spiel mit falschen Stealth-Mechanics und falschen Versprechungen und zerstörten Träumen. Das ist basically Left Alive. Aber gut.
Ich mache jetzt wirklich Feierabend. Wir sehen uns dann wahrscheinlich Freitag. Freitag? Samstag? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich habe irgendwann außer morgen nochmal diese Woche frei. Ich habe eine relativ gechillte Woche diese Woche. Was sich nicht lange halten wird. Mir kommen demnächst ein paar echt harte Brecherwochen vor. Aber, ne, man kriegt halt ja bezahlt. Man wird ja pro Stunde bezahlt. Also, ne, das ist ja gar nicht so. Ich glaube. Gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und eine schöne restliche Woche. Und ja, wie gesagt, diese Streams werden auch auf YouTube hochgeladen. Also, ne, macht euch keine Sorgen, falls ihr was verpasst habt. Ich lade das alles hoch. Nächster Part kommt nämlich schon übermorgen. Ich werde versuchen, das im 2-Tage-Takt hochzuladen, damit das nicht allzu lange dauert. Und ja, euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao, Leute. Bye.